Guten Tag, mein Name ist Damopoulos, Kostas Damopoulos, und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von City Talk Andernach. Es ist die Ausgabe 0324. Das bedeutet, wir schreiben den März im Jahr 2024. Politisch gesehen gab es einiges zu berichten. Das Wachstumschancengesetz ist endlich verabschiedet worden. Deutschland muss jetzt die Unternehmen bezahlen, damit sie hier bleiben und nicht auswandern. Außerdem wurde ein 16-jähriges Mädchen aus dem Unterricht abgeholt von der Polizei, weil sie angeblich AfD-Schlumpfpost in den sozialen Medien gepostet hat. Mittlerweile kommt heraus, dass sie aus dem Elternbereich denunziert worden ist. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Wir kümmern uns um 16-jährige Mädchen, die in sozialen Medien posten. Die Deutschen haben mit Denunziationen einige Erfahrung, da können sie ja anknüpfen. Außerdem droht Putin jetzt stündlich mit Atombomben. Wie Sie wissen, haben wir hier keine in Deutschland. Aber das wird uns die wunderbare Lisa Eckert genau erklären. Putin droht inzwischen stündlich mit seinen Nuklearraketen. Europa könnte nicht zurückschlagen. Hier gibt es zwar auch Nuklearraketen, etwa in Großbritannien, aber die reichen nur bis Deutschland. Hat ja keiner ahnen können, dass es mal nicht Sie sind, die durchdrehen. Aber bitte, keine Angst, in Deutschland kann uns nichts passieren, solange jeder beim Einschlag laut ruft, Atomkraft, nein, danke. Alle Videos in voller Länge können Sie natürlich auch in diesem Kanal sehen, auf dem Kanal Neuwied, aber auch auf unserem Kanal in YouTube City Talk Andernach. Wie immer fangen wir an mit unserer Künstlerin Christine Jost. Diesmal ist sie in Korban-Gondorf, wo sie einen niederländischen Künstler besucht, der mit Collagen arbeitet. Ein sehr interessanter Beitrag, wie ich finde. Hallo, hier ist die Christine und diesmal bin ich in Korban-Gondorf und besuche jetzt den Künstler Mattis Langkemper. Sehr schön. Sehr schön. Mit ja wirklich sämtlichem Material. Sehr schön. Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr Langkemper. Ja, ich bin total begeistert von den Bildern hier schon im Treppenaufgang. Es hat mich echt sehr berührt und ich freue mich, dass Sie mich empfangen haben und ich möchte Sie fragen, ja, wie kommen Sie zu dieser Kunst und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich bin 14 Jahre in Deutschland. Meine Geburtsstadt ist Amsterdam. Und da war ich angemeldet bei einem Kunstverein. Und ja, und hoe komst du auf die Idee? Dat zagen meine Nachbar und meine Nachbarinnen auch immer. Matthias, sie hat so viel Einsicht und Ideen. Ja, kannst du das erben? Sind das deine Kinder? Ich weiß es nicht. Aber was wirklich interessant ist, das ist das Montessori-Unterricht. Und vanaf meine Jugend habe ich Kunst gemacht. Und ja, ich bin Amateur. Oh, das ist eine Explosion von Farben. Wunderschön. Sehr, sehr schön. Oi, oi, oi. Erzähl mal was von diesen, über dieses Werk. Wei, das ist absolut interessant. Wie kommst du da drauf? Ja, es ist Elektronika. Das geht heute Tag nach dem Müll. Für Silber und wertvolle Metalle. Aber ich habe drei, vier Computers verschrottet.
Und die habe ich dann verarbeitet mit LED-Verlichting. Und es sind 1, 2, 3 Paneelen, die habe ich rondgemacht van Holz, dat is de basis. En dan war ik geïnspireerd door de Hubble-telescoop. En dan maak je wel een aanvang. Het is immer zo met de kunst. Men wist nog niet genau wat het einde worden zal. Maar maak je wel een aanvang en dan ontwikkelt zich die kunst vanzelf. Und ja. Ja, es ist einfach fantastisch. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die wunderbare Führung hier durch Ihre kleine Galerie. Und ich denke, ich werde noch mal herkommen. Bis demnächst. Immer willkommen. Dankeschön. Es kostet allemal viel Arbeit und Zeit, aber es ist es wert für die Kunstwelt. Dankeschön. Ja. In der Diaspora lebende Ralf Buchinger macht wieder weiter mit seinen wilden Gedichten und wird uns monatlich einen Beitrag schicken. Ich freue mich sehr darüber. Diesmal ist er knallvergnügt und trägt uns ein Gedicht vor, das Viva heißt. Viva auf Deutsch lebe. Von Elke Laske Schüller. Ja, das wilde Leben ist wieder da, es ist Frühjahr und wir sind so richtig knallvergnügt. So heißt auch ein Buch, aus dem das heutige Gedicht stammt. Ich bin so knallvergnügt, so heißt es. Ich stelle es mal hier hinten hin. Und das Gedicht heißt Viva, großes Ausrufezeichen. Das bedeutet auf Deutsch lebe. Und es ist von Else Lasker Schüler und es ist ein richtiges Gedicht voller Leidenschaft, voller wildem Leben und dem Aufkeimen und dem Explodieren des Lebens. Es geht los, wir machen heute zuerst das Gedicht und nachher erzähle ich noch was zu Else Lasker Schüler. Aber zuerst mal das Gedicht. Viva! Ausrufezeichen. Mein Wünschen sprudelt in der Sehnsucht meines Blutes wie wilder Wein, der zwischen Feuerblättern glüht. Ich wollte, du und ich, wir wären eine Kraft, wir wären eines Blutes und ein Erfüllen, eine Leidenschaft, ein heißes Weltenliebeslicht. Ich wollte, du und ich, wir würden uns verzweigen, wenn sonnentoll der Sommertag nach Regen schreit und Wetterwolken bersten in der Luft. Und alles Leben wäre unser eigen. Den Tod selbst rissen wir aus seiner Gruft und jubelten durch seine Schweigsamkeit. Ich wollte, dass aus unserer Kluft sich Massen wie Felsen aufeinandertürmen und vermünden in einen Gipfel unerreichbar weit. Dass wir das Herz des Himmels ganz erfassen und uns in jedem Hauche finden und überstrahlen. Alle Ewigkeit. Ein Feiertag, in dem wir ineinander rauschen, wir beide ineinander stürzen werden, wie Quellen, die aus steiler Felshöhe sich ergießen, in Wellen, die dem eigenen Singen lauschen und plötzlich niederbrausen und zusammenfließen in unzertrennbar wilden Wasserherden. Sie merken es, das ist ein komisches Ende, denn das Gedicht ist hier zu Ende. Tatsächlich könnte man da noch 10 Strophen dran machen. Es würde immer noch nicht enden, diese Leidenschaft, die in dem Gedicht drin ist. Viva, lebe.
Das also das Gedicht von Else Lasker Schüler, sozusagen als auflebendes Gedicht zum Frühlingsanfang. Ja, sie hatte am Anfang eine solche Jugend, die gute Elisabeth, genannt Else Lasker Schüler. Geboren wurde sie am 11. Februar 1869 in Elberfeld, was heute zu Wuppertal gehört. Gestorben ist sie aber am 22. Januar 1945 im Exil in Jerusalem. Neben Dichterin war sie auch Zeichnerin. Sie gilt als herausragende Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur. Und sie war schon ein Wunderkind als kleines Kind, denn sie konnte bereits mit 4 Jahren lesen und schreiben. Und dann wurde sie erwachsen. Und ab dem Zeitpunkt war das Paradies, was sie hatte, zu Ende. Ihre Mutter starb relativ früh, ihr Vater 7 Jahre danach. Und 1899 wurde zwar ihr Sohn Paul geboren, aber er starb, ja, 18 Jahre vor ihr. Und derzeit konnte sie sich nur helfen, indem sie ihre Gedichte veröffentlichte. Ihr erster Gedichtband folgte dann auch. Und der kam 1901. 1938 geschah dann das Schlimmste. Sie war ins Exil gegangen, denn sie war von einer jüdischen Familie. Und 1938 wurde ihr die so geliebte deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Dann lebte sie in einem Hotel in Jerusalem. Ihr letztes Zuhause war ein privates Zimmer zur Untermiete. Sie lebte dann nur noch von einer kleinen Rente des jüdischen Weltkomitees. Und das Bild von ihr, was wir hier haben, sieht auch nicht unbedingt fröhlich aus, wie Sie sehen. Das können Sie gut erkennen. Hm? Ja, aber trotzdem hat ihr ein solches Gedicht wie das Viva mit Sicherheit geholfen, bei all dem Ärger, den sie hatte, bei all den Problemen, die sie hatte, weiterzuleben mit voller Leidenschaft. Und das tun wir auch. Mit der nächsten Leidenschaft kommen wir mit dem nächsten Gedicht im nächsten Monat. Bis dahin, tschüss! Der rebellische Herr Metzer hat wieder einige Andernacher Themen aufgegriffen. Diesmal wird er uns wieder berichten von dem Radiologischen Institut ohne Toiletten. Und dann in seiner Geschichte, Sie erinnern sich vielleicht, Bürgermeister gegen Rentner, die hat er jetzt gedreht. Jetzt macht er Rentner gegen Bürgermeister. Und er spricht auch über den Schandfleck Andernachs, das Nikoläuschen, das jedes Mal zu den Wahlen als Thema aufgegriffen wird, aber danach wieder vergessen wird. Gerhard, ich begrüße dich. Ja, ich begrüße dich auch, Kostas. Wie geht es dir? Mir geht es wieder gut, mir geht es immer noch gut. Ich hoffe, die wird länger gut sein. Wir sind wieder hier vor der Stadthausgalerie. Wir treffen uns jetzt dritte, vierte Mal hier. Wir haben wieder einige Themen. Ich nehme mal an, heute werden wir vorerst letzte Mal über die Toiletten in der Radiologie sprechen. Ich habe da eine kleine Neuigkeit, ich habe mich da nochmal kundig gemacht beim Gesundheitsamt in Koblenz, bei der Ärztekammer und bei einer Strahlenschutzabteilung, die dafür zuständig sind, für solche Gesundheitszentren. Ergebnis war, so ein Gesundheitszentrum muss eine Toilette haben. Jetzt warten wir mal ab, was da kommt, wie die Menschen, die da arbeiten, reagieren, wenn sie denn arbeiten. Okay, warten wir mal ab. Warten wir ab. Dauert ja jetzt schon einige Wochen, einige Monate. Kommt nichts vom Rathaus, kommt auch nichts. Ist aber auch normal. Wir sind ja auch das letzte Mal hier an diesem Ort. Ja. Ab nächstes Mal wollen wir uns Aufnahmeort wegbewegen. Ja. Wir nehmen dann auf am Nikolaus. Ja. Das ist ja auch das nächste Thema. Also Toiletten, das war das eine Thema. Ja. Das andere Thema war Rentner gegen Bürgermeister. Rentner gegen Bürgermeister. Wir haben das Spiel jetzt ein bisschen umgedreht. Vorher war Bürgermeister gegen Rentner. Diese Sache ist ein Rentner gegen Bürgermeister. Genau. Und zwar aus dem einfachen Grunde, wir haben uns die Ermittlungsakten nochmal angeschaut. Tatsächlich, der Bürgermeister hatte also diesen Stapel, dieses Konvolut an Unterlagen der Polizei abgegeben, den Herrn. Namen interessiert das im Moment nicht. Und der Polizist hat dann die Arbeit für den Bürgermeister erledigt. Hat das dann zur Staatsanwaltschaft geschickt, die schickten dann wieder zurück. Und er hatte dann Vermerke gemacht, Anmerkungen gemacht, die gegen einen Bürger sind, wo er das gar nicht darf.
Nach Beratung bin ich dann hingegangen, habe bei der Staatsanwaltschaft selbstständig Strafanzeige erstellt, Strafantrag erstellt, gegen unter anderem den Bürgermeister, den Polizisten, in Anführungsstrichen gegen die Richterin und gegen die Staatsanwältin. Weil die Staatsanwältin hat meines Erachtens sehr schlecht, wenn überhaupt, ermittelt. Das hat mir eine Kollegin der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass das so wäre. Sie hätte kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Sache ist ja nachher Gott sei Dank gut ausgegangen für mich, außer dass ich diese hohe Summe für meinen Rechtsanwalt selbst zahlen musste. Wie viel waren das? So ungefähr 2.500 Euro stehen im Raum. So, und alleine das Geld, das möchte ich zurückhaben. Weil es war nichts, das war für mich eine Vortäuschung einer Straftat. Dann eingeleitet von einem Bürgermeister, wie du gerade so schön gesagt hast, gegen einen Rentner. Das heißt, der Polizist hat die Anzeige selbst unterschrieben? Nein, unterschrieben hat sie der Peitz im Nachgang. Der hat die Unterlagen erstmal abgegeben mit der Bemerkung, das steht ja auch in den Ermittlungsakten drin. Guck mal nach, was da ist, vielleicht, ob strafrechtliche Relevanz besteht. So, und dann sind da verschiedene Dinge passiert, die nicht passieren durften, gerade in unserem Rechtsstaat. Und die haben wir jetzt aufgedeckt und jetzt warte ich mal ab, wie die Strafvermittlungsbehörden in Koblenz reagieren. Strafanzeige ist weg, ich warte jetzt auf das Aktenzeichen und dann schauen wir weiter. An dieser Stelle, vielleicht sieht das der Klaus-Peter Peitz, ja. Kann er sich mit den 2.500 Euro bei dir freikaufen? Nein, freikaufen kann sich bei mir gar keiner. Der kann sich entschuldigen in der Öffentlichkeit, das kann er schon mal machen. Freikaufen nicht. Ja, der kann mir das Geld überweisen, das kann er machen. Wenn er das Geld gibt und sagt, das machen. Also 2.500, würdest du dann die Anzeige zurückziehen? Das weiß ich nicht, ob man die Strafanzeige zurückholen kann. Das ist öffentliches Interesse, nehme ich an, mittlerweile. Ach was? Weiß ich nicht. Der Polizist ist nicht mehr hier in Andernach, habe ich erfahren. Der ist irgendwo in Landstein, Koblenz irgendwo. Warum er weg ist, weiß ich nicht. Die zuständige Staatsanwältin hat diese Sache ja auch nicht mehr gemacht. Ich warte mal ab. Freikaufen, das war eine gute Frage. Wenn er will, er hat ja genug, er kriegt ja jeden Monat genug. Wegen mir kann er mir überweisen, er kennt ja unsere Kontonummer. Ja. Gibt es sonst noch etwas? Ja, es gibt verschiedene Dinge. Du hast gerade die Geleusten angesprochen, du hast vorletzte Woche den Bahnhof angesprochen. Andernach hat sehr viele Baustellen. Ich will das jetzt nicht negativ darstellen. Baustellen hat jede Stadt, Großbaustellen hat jede Stadt. Aber Andernach hat prekäre Baustellen. Ich habe an keine einzige Stadt, wo ich bis jetzt war, einen schönen Bahnhof gesehen. Nein, gibt's nicht. Vielleicht von außen, Architektur, aber innen drin waren die alle ziemlich versifft. Aber einer der fiesesten? Einer der fiesesten? Den gibt es bei uns. Leider. Also ich fahre ja auch viel mit der Bahn, ne? Ja. Und, was gefällt dir denn daran nicht? Ja, wie soll ich das ausdrücken? Er stinkt. Die haben ja jetzt die Kameras angeblich. Ja, ganz toll, ganz toll. Wenn einer uriniert, uriniert er, ne? Bingo. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Dankeschön. Ja. Unser China-Experte Jürgen Kurz geht auf Reisen. Diesmal nimmt er seine grünen Freunde mit, 21 Grüne, wollen mit ihm nach China fahren. Er hat ein 13-tägiges intensives Programm, um den Leuten China zu zeigen. Das Motto ist, nicht über China reden, sondern mit China, mit Chinesen reden. Guten Tag. Mein Name ist Thomopoulos, Kostas Thomopoulos, und ich bin hier heute im Studio Eich mit Jürgen Kurz, wo wir über seine Reise nach China mit 20 grünen Menschen reden werden. Es sind nicht 20 grüne Menschen, aber es sind 21 Personen, die auch bei den Grünen, nicht nur bei den Grünen, aber auch den Grünen nahestehen. Okay. Also es sind mindestens 21 Mitreisende. Es sieht im Moment, es besteht noch die Möglichkeit, dass es sogar auf 22 ansteigt. Plus ich und meine Frau und noch ein Chinese, der Deutsch spricht als Reisebegleiter für organisatorische Dinge. Okay. Die EU und die USA befinden sich zumindest im wirtschaftlichen Krieg mit China. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einem Think Tank aus Amerika, wo über den möglichen Krieg mit China demnächst gesprochen wird, seine Dauer und seine Auswirkungen.
Chinas Präsident Xi Jinping warnt vor Herausforderungen für die Sicherheit seines Landes. Er kündigt eine massive Aufrüstung an. Die Sicherheitslage sei zunehmend instabil und ungewiss, zitiert der Staatssender am Dienstag den Staatschef. Die Volksrepublik werde daher die militärische Ausbildung und Kriegsvorbereitungen umfassend stärken. China ist mit Russland befreundet und unterstützt China in seinem Krieg. Council of Foreign Affairs. Und die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland haben sich sehr verbessert seit dem Ukraine-Krieg. Und genau in dieser Situation geht der Jürgen dahin und sagt, nicht über Chinesen reden, sondern mit Chinesen reden. Ist das so richtig? Ist es richtig? Ich fahre nach China oder ich habe diese Reise organisiert, damit Menschen aus Deutschland, die noch fast nie in China waren, also einzelne waren auch schon mal in China vor vielen Jahren, damit Menschen aus Deutschland, die ja einem permanenten Meinungstrommelfeuer ausgesetzt sind über China, mal die Chance haben, China zu sehen, wie es ist, mit den Chinesen zu sprechen und nicht nur über China zu sprechen. Deine Anmoderation, dass China Russland jetzt unterstützt, die teile ich so nicht. Das ist auch nicht der Ukraine-Krieg, der dazu geführt hat, dass China und Russland ihre Handelsbeziehungen weiter intensiviert haben. Was kannst du tun, um mehr Menschen die Chance zu geben, China kennenzulernen, wie es wirklich ist? Meine Idee war eine ganz andere. Meine Idee war, China zu zeigen, sozusagen von hinten, den Hinterhof von China. Also Hinterhof im Sinne dessen, dass man einfach mal sieht, wie China wirklich ist. Auch in die ländlichen Gegenden reinzugehen, in Dörfer reinzugehen. So auch zu reisen wie Chinesen, wenn sie in China reisen, auch zu reisen und dadurch viel mehr vom realen Leben mitzubekommen. Okay. Dass den Menschen, also Menschen, die den Grünen nahestehen oder die Mitglied bei den Grünen sind, sind auch ja ein paar Kommunalpolitiker dabei, die ich glücklicherweise gewinnen konnte. Es sind auch Leute dabei, die Gründungsmitglieder sind. Also ich bin nicht das einzige Gründungsmitglied. Und denen einfach mal die Gelegenheit zu geben, auch China zu erfassen. Mhm. Schöne ist mit seinem gelben Auto und seinem Fahrrad auf Teneriffa. Dort macht er das Gleiche, wie er es hier macht. Er fährt Fahrrad und nimmt uns dabei mit. Genießen Sie eine Fahrradfahrt auf Teneriffa mit Jörg Schöne. Bist du da durch und dann oben die Berge rein.
Wir kommen zum Thema des Monats. Das Hintergrundbild, was Sie hier sehen, das ist eine künstliche Landschaft, wie es aussehen könnte, wenn Windräder in Aich installiert werden. Die ganze Geschichte nahm ihren Anfang, als die CDU sich auf dem Hochkreuz in Aich versammelt hat und dort ausgerufen hat, dass sie dort keine Windräder haben will. Nun, in den ganzen Interviews hat sich ergeben, dass keiner dort Windräder haben will, aber es hat sich auch ergeben, dass keiner weiß, wo die Windräder hinkommen. Nur, dass sie irgendwann dahin kommen, irgendwohin, das wissen wir. Aber sonst wissen wir gar nichts. Und das nach 3 Jahren intensivster Arbeit. Hier unser Thema des Monats. Das total geheime Projekt Windräder in Andernach. Aber durch diese Aktion hat die CDU Andernach eins geschafft. Sie hat das Thema zum Wahlkampfthema erhoben. Genießen Sie es. Zuerst sprechen wir mit der SPD. Und zwar den Jens Groh, Dr. Jens Groh. Er ist der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat der SPD. Mit ihm ist der Oliver Löscher gekommen. Er ist Ortsvorsteherkandidat für Aich. Guten Tag, mein Name ist Tomopoulos, Kostas Tomopoulos. Und ich bin heute hier im Studio Aich, wo ich mit Jens Groh, Dr. Jens Groh. Dr. Jens Groh ist der SPD-Fraktionsvorsitzende, genau, des Stadtrates in Andernach und der Spitzenkandidat für die Kommunalwahl im Juni 2024. Ist das so richtig? Das ist richtig, ja. Rechts von Dr. Jens Groh sitzt der Oliver Löscher. Oliver ist der Kandidat für den Ortsvorsteherposten hier in Aich. Ist das so richtig? Das ist so richtig. Mein Name ist Kostas Tomopoulos und ich mache hier die Moderation für City Talk Andernach. Und zwar geht es um die Windräder. Jetzt sitzen wir hier vor den Wahlen 2024 und der Grund dafür ist, dass die CDU auf einmal Öffentlichkeit herstellen will. Jens, seit Jahren unterhalten wir uns über E-Mail zu diesem Thema. Und du hast mir öfter gesagt, dass du mir die Freundschaft kündigst, wenn ich noch einmal nachfrage. Ist das so richtig? Es ist nicht ganz richtig. Es ist richtig, dass das jetzt etwas hochgekocht ist, insbesondere in den sozialen Medien. Das ist auch der Grund, weshalb wir heute Abend hier sitzen. Wir haben, es ist ein Antrag der SPD gemeinsam mit den Grünen gewesen, dass die Stadt prüft, ob man Windenergie in Andernach erfolgreich umsetzen kann. Und wir haben auch sehr schnell gesehen, man muss, wenn, die Bürger mit beteiligen und hatten auch einen Antrag gestellt, entsprechend die Bürgerbeteiligung sehr frühzeitig zu forcieren und auch über den Stadtrat und über die entsprechenden Gremien zu informieren. Das sind Fragen, die man mit den Stadtwerken und dem strategischen Partner der Stadtwerke diskutieren und prüfen muss. Das und ist die EVM. Das ist die EVM, genau. Und hier, ich zitiere aus deinem Schreiben, auf Wunsch der Geschäftsführung der SWA haben wir dieses Begehren, also nichts sagen, nach einer weiteren Bürgerbeteiligung zunächst zurückgestellt. Noch im Herbst 2023 wurde von Seiten der Verwaltung empfohlen, erst zu einem späteren Zeitpunkt die Öffentlichkeit zu informieren. Da stellt sich für mich die Frage, wer entscheidet eigentlich bei euch? Der Bürger ist das nicht. Der Stadtrat ist das offensichtlich auch nicht. Ist das die Verwaltung oder die Geschäftsführung der ASW? In erster Linie mal ist die Stadtwerke Andernach ja eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Deshalb machen die Stadtwerke das, was der Stadtrat gemeinsam mit dem Oberbürgermeister entscheidet. Ihr habt das an die ASW vergeben, das ist okay soweit. Gab es keine Alternative? Grundsätzlich gibt es natürlich auch Private, die das machen. Das genau. Ist ein Punkt, der in dieser Diskussion im Grunde genommen bisher überhaupt noch nicht auftaucht. Oliver, wenn die Windräder tatsächlich da oben hinkommen, angenommen, ist ja einer der 3 möglichen Standorte, wenn das da hinkommt, hat Aich irgendwas davon, außer der guten Aussicht? Ja, Aich ist
Stadtteil von Andernach und wir haben ja eben besprochen, dass wir interessiert sind, dass die Stadtwerke dieses Projekt angeht und es macht nun mal keinen Sinn, Windkraftanlagen irgendwo am Rhein zu platzieren. Die sind nun mal von der Natur vorgesehen, dass die in den Höhenlagen platziert sind. Da kommen halt nicht so viele Standorte im Stadtgebiet in Frage. Und das ist auch nicht in Ordnung gegenüber diesen ganzen Bürgerinnen und Bürger, die halt eben denken, die Stadt verheimlicht irgendwas. Und das ist ja nicht der Fall. Ach, sie verheimlicht gar nichts. Nein? Nein. Ach, kann ich dann die Untersuchungen einsehen oder was? Nochmal eine Frage. Warum, bis auf diese Sitzung, werden die Bürger nicht beteiligt, wenn ich als Eicher mir demnächst hier die Dinger jeden Tag angucken muss? Muss ich doch irgendwie vorherein auch damit beteiligt sein? Man muss mich fragen, will ich das überhaupt? Ja, natürlich. Aber was wollen wir denn im Moment machen? Es gibt ja noch nicht großartig viel, worüber man beteiligen oder darüber reden kann. Als zweites sprechen wir mit den Grünen. Simon Schmitz ist der Spitzenkandidat der Grünen im Stadtrat von Andernach. Guten Tag. Mein Name ist Kostas Tomopoulos, und ich bin heute hier im Studio 1, wo ich mit Simon Schmitz, die Nummer 1 der Andernacher Grünen, über das Projekt der Windräder in Andernach sprechen will. Simon, eigentlich habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum ist das so geheim? Und die zweite Frage ist, warum die CDU jetzt kurz vor den Wahlen, Kommunalwahlen, am 9. Juni ist das, glaube ich, diese Aktion da veranstaltet hat. Also der Andreas Lehmann meint, auf keinen Fall hat das irgendetwas mit den Wahlen zu tun. Ja, also so geheim, also es geht ja jetzt um die Windenergie, Windenergienutzung insgesamt in Andernach. Das ist ja so ein bisschen das Thema-Aufhänger der heutigen Sendung und der Interviews auch, die dazu geführt worden sind. Und ich würde da gar nicht sagen, dass das ein Geheimprojekt ist. Es ist einfach, glaube ich, eher so, dass dass wir uns unter den Parteien im Stadtrat und mit den Stadtwerken und der Stadtspitze darauf verständigt haben, dass die Stadtwerke zunächst einmal eine Prüfung vornehmen, wo auf dem Andernacher Stadtgebiet Windenergie möglich ist. So wahnsinnig viele Flächen scheint es da nicht zu geben, die in Frage kommen. Die Flächen, die da sind, müssen eben sorgfältig geprüft werden, damit dann auf gesicherter Grundlage Standorte und andere rechtliche Aspekte, die dann auch eine Rolle spielen können, aber natürlich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit und all diese Parameter geklärt sind, um damit dann auf einer, sagen wir mal, gesicherten Faktenlage dann eine Diskussion führen zu können. Dass das große Widerstände hervorrufen wird, der Herr Esser hat sich ja in dieser Richtung schon geäußert, ist doch vollkommen klar. Um diese Widerstände zu überwinden, müssen wir erstens von Anfang an vollkommen klar sein, was wollen wir. Wir müssen Möglichkeiten eröffnen, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, ob mit einem genossenschaftlichen Modell oder mit etwas Ähnlichem, dass jeder Andernacher nicht nur den Strom nachher aus der Erneuerbaren beziehen kann, als Stromkunde der Stadtwerke Andernach Energie, sondern dass er sich an diesem Stromwerk, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, beteiligen. Bis diese Faktenlage besteht, und sie besteht leider auch zu unserem Bedauern leider noch nicht, weil der Prozess zieht sich ja jetzt schon seit gut zwei Jahren hin, und dass jetzt die CDU sich da entsprechend geäußert hat, will ich gar nicht werten. Ist es schwierig zu interpretieren, was da die Motive sind. Im besten Falle wollten sie diese Debatte nun forcieren, sodass vielleicht auch etwas Druck aufgebaut wird, dort diese Daten und diese Parameter seitens dann der Stadtwerke bzw. der EVM der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Warum machen die das nicht? Ich meine, die haben ja nicht nur eine, die müssen ja in den zwei Jahren hunderte von Untersuchungen durchgeführt haben. Das müsstest du tatsächlich die Stadtwerke selber mal fragen, warum das jetzt so lange dauert, sich das da diese Prüfungen zu machen. Ich kenne auch schon Projekte, wo das deutlich schneller gegangen ist, in Projekte, wo diese, also zumindest Standortbestimmungen sehr viel schneller dann eben auch in die Öffentlichkeit gegeben worden sind. Es ist ein bisschen misslich, dass das jetzt bisher noch nicht geschehen ist. Ah,
Andreas Lehmann, der Ortsvorsteher von Aich und Kandidat für den Ortsvorsteherposten bei den Kommunalwahlen im 9. Juni, ist hier zu Besuch. Guten Tag, mein Name ist Tomopoulos, Kostas Tomopoulos, und ich bin heute hier im Studio Eich, wo ich mit Andreas Lehmann, der guckt so ein bisschen böse, so bin ich aber über die Windräder am Hochkreuz rede, ob sie kommen oder nicht. Das würde dann so ungefähr so aussehen wie auf dem Bild da oben, auf dem Video da oben. Andreas, du bist doch hier der Ortsvorsteher in Aich. Ja. Bestimmt haben dich die Leute immer wieder gefragt, was ist denn nun Kötterwatt oder Kötternix? Ja. Und was hast du immer gesagt? Darüber darf ich nicht reden. Wieso darfst du nicht darüber reden, ob dich die Leute gefragt haben? Weil es Themen gibt, die man in den verschiedensten Gremien bespricht, über die man nicht in der Öffentlichkeit reden soll. Also ihr habt in den Gremien tatsächlich über das Hochkreuz gesprochen? Wir haben in den, so kann man es nicht ausdrücken, es wurde darüber geredet, dass in den Stadtwerken Bestrebungen gibt, regenerative Energien voranzubringen, das gemeinsam mit der EVM, so wurde es ja auch jetzt in der Pressemitteilung von den Stadtwerken auch dargestellt. Und, seit Jahren. Ja, genau, seit Jahren. Aber jetzt hat man da schon mehr, wie soll ich sagen, Informationen halt gegeben, dass es halt schon weiter gewachsen ist, diese Idee und so weiter und so fort, regenerative Energien in der Stadt voranzutreiben und unter anderem auch Windräder, Windkraft. Und da drüber sind wir informiert worden, aber nicht mehr und nicht weniger. Es wurde nie über Themen gesprochen, wo jetzt ein Windkraftrad hinkommt und wo nicht. Aha. Das ist nicht der Fall, aber ja. Okay, weil ja, also als ich das Bild gesehen habe bei der Pressemitteilung, habe ich gedacht, oh je. Wirklich, das war mein erster, ihr seid da oben hingegangen, alle zusammen von der CDU. Und habt euch dort an diesem Ort ablichten lassen? Warum? Ja, weil es schon seit Jahren, es gibt glaube ich eine Studie, die ist circa 12 Jahre alt, die Potenzialflächen auch in Rheinland-Pfalz, auch in Andernach beschreibt, an denen Windkraftanlagen möglich sind, um eine gewisse Windernte zu erreichen. Und diese Potenzialflächen gibt es auch auf dem Stadtgebiet der Stadt Andernach oder auf der Gemarkung der Stadt Andernach. Für den Ortsteil Aich muss ich ja auch für die Bürger sprechen und für die Bürger reden. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, da rauszugehen und zu sagen, hier, wenn irgendwie was ist, und ich habe das damals vor Jahren, vor 12 Jahren, was wir eben schon mal gesagt haben, mitbekommen, wenn so ein Thema ist, dass das eine mögliche Fläche ist hier am Hochkreuz, dass das mit mir als Ortsvorsteher von Aich nicht funktioniert. Von der EWG kam ins Studio Aich der Hartmut Dressel, Fraktionsvorsitzender, und Timur Kulacoglu. Timur Kulacoglu ist der Pressesprecher der EWG und Ortsvorsteherkandidat in Amedin. Die EWG hat überhaupt viele Doppelfunktionen. Die Frau vom Oberbürgermeister will jetzt auch für den Stadtrat kandidieren. Guten Tag, mein Name ist Tomopoulos, Kostas Tomopoulos, und ich bin heute hier im Studio Aich, wo ich mit dem Vertreter der EVG, nämlich Hartmut Dressel und Timur, entschuldige bitte. Fast so einfach wie dein Nachname. Ja. Fast. Kulacoglu. Okay.
über das Projekt, das total geheime Projekt Windräder in Andernach spreche. Hartmut, du bist der Fraktionsvorsitzende der FEG. Timo, du bist der Pressesprecher der FEG. Das ist korrekt, genau. Wie ist der Standpunkt der FEG zu diesem Thema Erneuerbare bzw. Windräder? Okay. Ich habe zwei Fragen. Ja. Warum ist das Windradprojekt und alles, was damit zusammenhängt, so geheim? Und warum dauert es so lange? Das ist die eine Frage, eine Doppelfrage. Und die zweite Frage ist, jetzt kurz vor den Wahlen haben sich die CDU-Leute zusammen versammelt, sind zum Hochkreuz gefahren, haben sich dort abbilden lassen, hier nicht, hier keine Windräder, kurz vor den Wahlen. Und sagen nachher, das hat mit der Wahl nichts zu tun. Warum ist das so geheim und warum dauert das so lange? Nicht sauber abgewickelt worden. Ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig aus. Also das Kolinakum. Ja. Und ich halte es für sinnig, und wir reden bei diesem Projekt, wenn wir mit diesen Windrädern arbeiten, um ein Projekt, was von den Kosten deutlich, deutlich größer ist, wie das, was vom Kulinakum in der Welt ist. Wenn wir so etwas tun, müssen wir es sauber planen und sauber zum Ende bringen. Und ich werde final zu dieser Thematik erst wieder mich äußern, wenn ich das Ergebnis dieser Untersuchung auf dem Tisch liegen habe. Wo, warum, was kostet's, was muss alles gemacht werden? Und den Auftrag haben die Stadtwerke zusammen mit der EVM. So, und jetzt sind wir bei Punkt 2 deiner Frage. Warum ist da noch nichts? Da bin ich auch nicht glücklich mit. Ich hätte auch schon lieber konkrete Ergebnisse auf dem Tisch. Die sind aber nicht auf dem Tisch. Und die wird es nach meinem Kenntnis erst frühestens in einem Jahr geben. Da können wir drüber diskutieren. Brauchen wir nicht. Ich habe mit Gerhard Masberg gesprochen. Ja. Der macht Projekte mit Windrädern. Ich weiß. Er sagt, das dauert 3 Jahre, bis es verwirklicht ist. Ja. Wir sind seit 5 Jahren am Rumknaspern und nichts ist passiert. Entweder ist das so ein Schlag. Bestimmt hier kennen Sie Gerhard Masberg als den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU und Ortsvorsteher von Miesenheim. Er ist von allen seinen Parteiposten und inklusive Parteimitgliedschaft zurückgetreten, um sich seinem Beruf zu widmen. Welchen Zufall? Er ist Experte für erneuerbare Energien. Also habe ich ihn gefragt, ob er zu einem Interview bereit ist, und ich freue mich, Herrn Masberg, also den Gerhard, begrüßen zu können. Guten Tag. Mein Name ist Kostas Thomopoulos, und ich bin heute hier im Studio Eich, wo ich mit Gerhard Masberg über das total geheime Projekt Windräder in Andernach reden will. Hier im Hintergrund, du kennst dieses Video mit den Windrädern in Eich. Ja. Kann das ungefähr hinkommen? Du weißt ja, wo ich wohne, und ich gucke ja da drauf auf dem... Ja, wenn man den Tendenzen Glauben schenken darf, welche Gerüchte draußen rumherrschen, kann das schon hinkommen, ja. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man sowas machen kann. Ich kenne die neuesten Studien nicht. Es gibt ja verschiedene Kriterien, die beachtet werden müssen bei der Windenergie. Das heißt, die sogenannte Windhäufigkeit sollte schon über 6 Meter pro Sekunde sein, und daraus errechnet sich auch die Höhe für die Windräder. Also alles, was da drüber ist, ist okay, ist auch wirtschaftlich nachweisbar, und was da drunter ist, ist schon an der Grenze, ob sich so ein Windrad von der Investition her lohnt. Wie hoch sind die modernen Winde? Die werden ja immer höher, ne? Ja, man spricht, man hat Windräder, die sind jetzt schon über 200 Meter hoch, aber in der Regel spricht man zwischen 150 und 160, 70 Meter in der Größe, in der Höhenkategorie, dass man dann auch einen vernünftigen Luftfluss hat, um diese Windräder zu betreiben.
Wie lange dauert eigentlich so eine Studie, um herauszufinden, Windhäufigkeit, ob sich das lohnt oder nicht? Das geht an für sich ganz schnell. Die Windhäufigkeit zu messen, das ist binnen ein paar Wochen hat man das. Aber das Drumherum mit den Behörden oder mit den Eigentümern dann einen vernünftigen Konsens zu finden, ob das machbar ist oder nicht, das zieht sich natürlich in die Länge. Und letztendlich beschließt dann die Gremien, das heißt der Stadtrat, macht dann einen Aufstellungsbeschluss, ob in diesen Bereichen sowas gemacht werden kann oder nicht. Also hier in Andernach, das dauert ja schon Jahre, da sind wir noch gar nicht so weit, da gibt es wohl Studien, die Ergebnisse sind nicht bekannt, das zieht sich und hin. Ja, aber letztendlich auch jede Kommune, nicht nur Andernach, jede Kommune hat in sein Stammbuch geschrieben bekommen, wir wissen um die Problematik, die in der Energie herrscht und dass wir mit erneuerbaren Energie vorantreiben müssen. Bis 2030 müssen wir schon unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass wir unser Potenzial aus erneuerbaren Energie schöpfen. Und von da aus müssen auch die Behörden, die dafür zuständig sind, auch in die Pötte kommen, damit es weitergeht. Herr Bosbach von der CDU. Er hat uns hier in Andernach besucht und es gab eine sehr gut besuchte Veranstaltung im Casino. Ich hatte gefragt, ob ich filmen kann. Ich war dort. Aber der Herr Bosbach wollte nicht sein Mikrofon anstecken. Das bedeutet für mich kein Ton. Und deswegen kann ich Ihnen leider Herrn Bosbach nicht zeigen, weil den fürchterlichen Ton will ich einfach nicht zumuten. Aber ich habe Herrn Johannes Assenmacher aufgenommen. Einen kleinen Ausschnitt von seiner Rede können Sie hier sehen. Und zwar beschwert er sich bitterlich über die Andernacher Verwaltung für das Desaster Kulinakum. Ich habe ihn nach seiner Rede gefragt, was er mit Verwaltung meint. Er hat gesagt, ich kann mir das aussuchen. Nun, weil ich mir das aussuchen kann, suche ich mir den Klaus-Peter Peitz aus als Verwaltung. Er war nämlich zufälligerweise überhaupt nicht an dieser Veranstaltung anwesend. Oder ich habe ihn nicht gesehen, das kann sein. Es gibt auch negative Dinge, die nicht immer so laufen, wie wir uns das als CDU vorstellen. Ich sage nur Kulinakum. Die Fakten zu diesem Desaster. Rund 13 Millionen Euro Baukosten waren von der Verwaltung geschätzt, von unserer Verwaltung. Dagegen standen rund knapp 5 Millionen Euro Fördergeld vom Bund. Weitere Fördergelder waren in Aussicht. Das Preisgericht, welches die Ausschreibung begleitete, hatte im Stadtrat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gewinnerentwurf so nicht gebaut werden kann, weil dieser zu nahe an unseren runden Turm herangerückt war und es schon allein aus denkmalrechtlichen Gründen nicht möglich wäre, den Bau in dieser Größe auf diesem Platz zu erstellen. Vielleicht ist die Verwaltung an dieser Stelle in der Sitzung kurz eingenickt, war abgelenkt oder hat was Wichtiges gepostet. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe Herrn Hille vom Preisgericht und Herrn Professor Reichel aufmerksam gefolgt. Und ich habe das so wahrgenommen, wie die beiden das auch berichtet haben, dass wir kleiner bauen müssen. Nicht dürfen, nicht können, müssen. Und genau diesen Punkt, dass wir das Kulinakum kleiner bauen müssen, haben wir immer wieder vorgetragen. Die Verwaltung ist trotzdem bei ihrer Darstellung geblieben, dass sie die Entwurfsplanung, wenn, nur sehr geringfügig verändern darf, da sie ansonsten gegen Vergaberecht verstoßen würde. Von der Verwaltung gab es bei keiner unserer vielfältigen Sitzungen zum Thema Kulinakum auch nur den geringsten Hinweis, dass schon im Dezember weitere Unterlagen vom Architektenbüro eingereicht wurden. So hat der Architekt das Kulinakum auf 80% der Ursprungsgröße reduziert. Diesen Entwurf haben die Fraktionen kurz vor Veröffentlichung
des Artikels in der Rheinzeitung erhalten. Erhalten vom Architekten, nicht von unserer Verwaltung. Darf man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dem Entwurf lag ein Schreiben mit einer Einschätzung des Rechtsanwaltsbüros Kappelmann und Partner, einem sehr renommierten Haus, deutschlandweit tätig, bei, aus dem ich gerne zitiere. Leider sind die Ausführungen zur vergaberechtlichen Unmöglichkeit der Beauftragung einer kleineren Variante schlicht falsch und unhaltbar. Dieses Schreiben lag der Verwaltung im Dezember vor. Uns leider nicht. Schlicht falsch und unhaltbar. Eine völlig diametrale Einschätzung zu den Erklärungen der Stadt Andernach, die den Ratsmitgliedern und Bürgern vorenthalten wird. Ganz ehrlich, an der Stelle fühlen wir uns nicht veräppelt, wir fühlen uns verarscht. Wer Transparenz verspricht und dann so handelt, verspielt seine Glaubwürdigkeit. Wir als CDU haben schon intensiv beratschlagt, wie wir damit umgehen. Und wir werden damit umgehen. Wir werden die Verwaltung auffordern, in den nächsten Tagen Transparenz herzustellen und das Ganze aufzuarbeiten. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir gemeinsam tun. In den letzten Jahren haben wir in Andernach für die Stadtentwicklung viel Respekt und auch neidische Blicke aus den umliegenden Ortschaften erhalten. Für das Kabinettstück rund ums Kulinarikum erhalten wir von anderen Gemeinden nur ein Kopfschütteln oder Mitleid, kann ich Ihnen sagen. Das hören wir oft. Wir als CDU Andernach versichern Ihnen, dass wir nicht nur zu diesem Thema weiterhin unangenehme Fragen stellen werden. Wie immer zum Schluss, Stefan Maria Glückter. Jo, hallo zusammen, ich bin's, Stefan von Menino. Ich melde mich mal wieder. Ich war jetzt 6 Wochen lang mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen durch eine schwere Bronchitis. Da ging wirklich gar nichts mehr, auch stimmlich. Von daher musste ich fast alle Gigs absagen und durch die wenigen mich so ein bisschen durchquälen. Ja, so ist das eben manchmal. Man muss Geduld haben. So hat es mich seit 25 Jahren nicht erwischt. Und dazu kommt, dass unser früherer Gitarrist und jetziger Bassist von Menino, der Mike Schack, im Februar verstorben ist. Ein dramatischer Verlust für die Menschheit und auch für uns. Und morgen ist die Trauerfeier, da werde ich dann noch eine Rede oder sowas Ähnliches halten müssen, was immer auch geht. Ja, es ist alles nicht so einfach momentan. Und die Welt ist ja auch nicht gerade im super Zustand oder auf einem tollen Weg. Dennoch, wir hoffen, dass der Frühling und der Sommer jetzt bald kommen, mal wieder wärmer wird. Und am 6. April sind wir mit Synchronicity im Café Hahn. Und dann geht so langsam auch hoffentlich die Saison wieder los mit Kultur und ein bisschen Freude und Zuversicht überall. Bleibt mir ja gesund, bleibt bei euch und verliert euren Optimismus auf keinen Fall. Ich wünsche euch alles Gute und ein bisschen kürzer. Das war es für dieses Mal, City Talk Andernach. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir haben versucht, Sie zu informieren und zu unterhalten. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.